Willkommen zum dritten Teil dieser Serie. Im heutigen Teil möchte ich euch gerne ein konkretes Beispiel an die Hand geben, wie ihr für euch ausrechnen könnt, wie ein Keto-Plan aussehen könnte. Viel Spaß! Wir haben bereits besprochen, wie die Makroverteilung in einer ketogenen Ernährung optimalerweise aussieht. 75% kommt aus Fett, 20% aus Protein und nur 5% aus Kohlenhydraten. Das Ganze rechne ich jetzt einmal um auf eine Person, die ungefähr 2000 Kilokalorien braucht. Ganz wichtig, dieser Plan wird wahrscheinlich nicht für euch funktionieren. Es ist nur ein Beispiel, um zu sehen, wie ihr es für euch berechnen könnt. Wenn ihr diesen Plan für euch umrechnen möchtet, müsst ihr zuerst eure Kalorien wissen. Dafür geht ihr einfach auf eine Suchmaschine und gebt Kalorien berechnen ein. Und da werdet ihr verschiedene Suchergebnisse haben. Davon nehmt ihr am besten 3 Stück und geht einmal durch. Das heißt, ihr müsst Alter, Geschlecht und so weiter eingeben und am Schluss kriegt ihr die Kalorien, die ihr täglich verbraucht. Warum 3 Stück? Weil diese Rechner teilweise sehr unterschiedlich arbeiten. Von diesen 3 Stück nehmt ihr den Mittelwert und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite und dann berechnet ihr es genauso wie das, was wir jetzt machen. Gut, wir gehen von 2000 Kalorien aus. Das heißt, 75% von 2000 Kalorien sind 1500 Kalorien. Das entspricht 166 Gramm Fett, die wir am Tag zu uns nehmen müssen. Wenn wir von Protein ausgehen, haben wir 20%, das heißt 20% von 2000 Kilokalorien sind 400 Kalorien. Durch 4, 1 Gramm Fett hat 4 Kilokalorien, sind 100 Gramm Protein, die wir am Tag zu uns nehmen müssen. Dasselbe mit Kohlenhydraten. Wir haben 5% Kohlenhydrate von 2000 Kalorien. Das heißt, wir haben 100 Kilokalorien in Kohlenhydrate. 1 Gramm Kohlenhydrate hat 4 Kilokalorien, das heißt, wir haben 25 Gramm Kohlenhydrate für den ganzen Tag zur Verfügung. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mal so einen Beispieltag für euch zusammengestellt. Ganz wichtig, das ist nur ein Beispiel. Ihr könnt natürlich alles ändern. Es geht einfach nur darum, mal zu sehen, wie ihr das Ganze berechnen könnt und wie es für euch Sinn machen könnte. Gerade wenn ihr zum Beispiel vegan oder eine bestimmte Ernährungsform bevorzugt, müsst ihr das Ganze natürlich anpassen. Sowieso müsst ihr eure Kalorien anpassen. Empfehlen würde ich euch auch, mit der Zeit nach Möglichkeit auf 2 Mahlzeiten zu kommen. Aber am Anfang, um einfach mal in die ketogene Ernährung zu kommen, sind 3 Mahlzeiten am Tag schon ganz gut. Ihr werdet relativ schnell merken, dass euch 2-mal oder sogar 1-mal am Tag Essen reicht. Zwingt es nicht, das wird automatisch kommen. Dann nehmt ihr einfach eine Mahlzeit weg und teilt die Kalorien nicht durch 3, sondern durch 2. Was ich heute von euch möchte, ist, dass ihr auf eine Webseite geht und mal eure Kalorien ausrechnet. Wie schon gesagt, nehmt 3 Ergebnisse und nehmt einfach den Mittelwert, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Danach würde ich euch empfehlen, ein Programm, eine App runterzuladen, mit der ihr Kalorien tracken könnt. Ich persönlich benutze ja Zio, aber es gibt auch mal FitnessPal oder verschiedene andere Möglichkeiten. Da gebt ihr einfach mal eure Gerichte ein und seht, wenn ihr die Kalorien, die Makros, die ihr euch ausgerechnet habt, eingebt, was ihr essen könnt, um auf diese Makros zu kommen. Das Ganze macht ihr mal eine Woche und nächste Woche arbeiten wir genau an dieser Stelle weiter. Viel Erfolg!